Meine Damen und Herren, Pop-Punk Paradise, neue Reaction mit unserem Experten Johannes und mir Phil. Was geht? Was geht? Meine Damen und Herren, ihr wisst, ihr habt euer Leben im Griff, wenn ihr gerade 2 Uhr nachts habt, ihr habt euch einen frischen Kaffee aufgebrüht. Und wenn ihr ein Lügner seid und nicht sagt, dass es bereits 2:30 Uhr nachts ist. Oh echt? Wir haben schon 2:30 Uhr? Ja, what the fuck, Alter? Manche Leute meinen sogar noch ein schönes ausgewogenes Mittagessen, um 2:30 Uhr zu sich zu nehmen, aber das ist nur am Rande. Es spielt alles keine Rolle. Es war nur ein Salat, Mann. Es war nur ein Tomatenmozzarella, Gurke, Salat mit Basilikum und Olivenöl. Guck auf deinem Monitor, auch wenn du den Tunnelblick hast, sollst du sehen, dass du angestarrt wirst und deswegen mach dir Gedanken. Was ich euch nur alles an. Cool. Alles cool. Hey, yo, Bro, es geht. Wir von Pop-Punk Paradise möchten auch kleinen Bands eine Bühne bieten. Und da bietet sich natürlich Eskimo Kolbe an. Die brauchen ein bisschen Support, habe ich gehört. Zumal, ja. Sängerwechsel, wir wissen alle, wie kritisch das ist. Stimmt so. Und ich glaube, in Afrika sind sie halt echt noch nicht so bekannt. Da müssen wir schon was für tun. Da hast du vollkommen recht, Hansi. Das ist gut, dass du dich dafür einsetzt. Madagaskar hat die bestimmt noch niemals gehört. Also was? Madagaskar? Kennst du nicht das Land Madagaskar? Das ist die kleine Insel. Du hast gerade was anderes gesagt. Ja, wait. Okay, also ich möchte gleich von Anfang an ehrlich sein. Hyper hat mir gar nicht getaugt. Ich war bei 4 Eskimo Callboy Konzerten. Ich höre Eskimo Callboy aber erst seit vielleicht 4 Jahren aktiv. Ich habe es das erste Mal, glaube ich, 2011 auf dem Summer Breeze gesehen. Also sprich, Live-Konzerte haben mich schon immer abgeholt. Aber Hyper war so ein... Und wisst ihr was? Oh, jetzt nicht unbedingt. Und wisst ihr was? Ich höre kein Eskimo Corby, also ich bin ein ganz anderes Niveau. Aber. Ich möchte nicht den Bullet von Valentine Move machen und einfach sagen, ja, alles, was neu rauskommt, ist scheiße. Vor allem, weil mir das neue Zeug von Bullet von Valentine mittlerweile echt gut gefällt. Sondern ich möchte jetzt hier Eskimo Cowboy die Chance dafür geben, dass sie mich überzeugen. Und mich. Ob wir euch überzeugen können, Pop-Punk Paradise Podcast, Pop-Punk Paradise Instagram, unser Instagram und hi, verlinkt uns einfach. Wir haben Bock drauf. Hansi, willst du... Und Ding, bitte, hier, like das Video, abonniert den Kanal für mehr kleinere Bands und wenn ihr auch eine Band habt und sagt, hey, yo, wir brauchen Support, wir wollen raus, genau. Dann schreibt uns auf Instagram. Supportet uns mal, damit wir kleinere Bands pushen müssen und nicht unser Fame von Eskimo Kolbe abgreifen müssen, weil die machen uns groß. What the fuck, das glaub ich selber nicht, Alter. Nein, die werden uns im Arsch nicht angucken. Aber, ich würde sagen, wir starten rein, ne? Eskimo Kolbe mit We Got the Moves. Ja, okay. Also das finde ich ein bisschen, da ich ja gerade ein bisschen in das Wild and Dancen einsteige und zwar schön abseits von der Menge und natürlich, wenn ich mir beim Skaten jetzt nicht den Arm gebrochen habe, da ich da momentan so ein bisschen einsteige, hat es so ein bisschen, könnte es ganz gut taugen bis jetzt. Ja, okay, das ist schon geil, Alter. Das erinnert mich so ein bisschen an, war das John Puller so? ECW Style. Und ja, wir sind das Pop-Punk Paradise, aber wir sind natürlich offen für alle anderen Genres. In dem Sinne ein gutes Beispiel, ja. Eskimo Callboy. Oh, yeah. Ja, okay, ich find's geil. Echt? Ah, das ist ordentlich, da geht mir einer ab. Ich weiß nicht, wieso, ich muss auch gerade ein bisschen an We Butter the Bread with Butter denken. Warum werden wir eigentlich immer in sämtlichen Standbildern angeguckt? Das verstehe ich eigentlich nicht. Soll das uns irgendwas sagen? Wollt ihr uns damit irgendwas sagen? Ja, Philly, finden die dich als hot? Ich finde nicht sexy. Tja. You're a pussy, you're a booty, you're the watch right rap! Boom. Welches Publikum spricht man an? Ich kann ja nur von meinem Freundeskreis reden und von meinem Freundeskreis hören halt viele Eskimo Callboy nicht mehr.
weil die sagen, oder, also auch wenn wir darüber reden, gehen wir auf ein Eskimo Callboy Konzert, dann ist erstmal die Crowd schon mal so eine Sache, weil es immer extremer wird oder wir einfach älter werden. Ja. Die andere Sache, die es halt da ist, ist halt, Virus ist der Anteil einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Zielgruppe jetzt damit mit erreicht wird. Ich kann nur von meinem persönlichen Freundeskreis reden. Und da war Hyper einfach too much. Aber allerdings ist auf einmal ein Ü40-Publikum aufgesprungen, wo ich mir dachte, what the fuck, Alter? Ja, die haben dann wahrscheinlich gedacht, we're back! Back in the mosh. Wie kann man sich das geben? Ja, manche sind auch einfach von RTL Fest rüber geswitcht, aber das Thema, wenn wir jetzt anfangen, komm, Musik, Hansi. Boah, ich stell mir gerade ein Moshpit dazu vor. Alter, das wird tödlich, Jungs. Ja, wenn sie mal in der Gegend sind, ne? Boah, Alter. Das wirkt jetzt gerade eher mehr so wie, ich habe ja manchmal so meine Frenchcore-Hardcore-Phasen. Ja, sagen wir mal so. Angefischt! Weißt? Und so in die Richtung geht es halt gerade. Ich denke mir einfach so, what the fuck, Alter? Ja, guck mal an. Vielleicht denkt sich auch, wir machen einfach mal die Sachen zusammen in ein Lied, weil dann können wir aber im Summer Breeze spielen und wir können gleichzeitig bei Tomorrowland oder so spielen. Stell dir das mal vor, die Kombination, Alter. Eskimo Callboy auf dem Tomorrowland. Boah. Na, warum nicht? Also, ich mach. Also ich muss jetzt was anderes sagen, was videotechnisch ist natürlich. Wir hatten schon so viele Musik, wie das wir gesagt haben, ach du epileptischer Anfall. Und hier spielt er auch mit vielen Lichtern. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, dass das nicht so epileptischer Anfall verursacht wie andere Lieder. Zum Beispiel bei Million, wo du echt dachtest, so Alter, das triggert sogar mich. Genau, weil das ist angenehm tatsächlich. Angenehm, aber richtig gut die Lichte zur Geltung gebracht. Deswegen, das kann man vielleicht auch mal aus meiner Videosicht vielleicht mal positiv sagen, aber wenn ich so. Mal kurz die Frage: Wie sehr würdest du live drauf abgehen? Keine Ahnung. Boah, also ich bin ganz ehrlich, ich meine. Eskimo Konzerte waren schon immer ein bisschen grenzwertig für mich. Also, sie waren immer geil, ich bin immer gern hingegangen. Ich meine, das ist nicht umsonst die Band, wo ich am häufigsten war. Live? Sonderschule bei mir? Vor allem muss ich sagen, ich bin auf Eskimo Callboy auch auf die Konzerte gegangen, wo ich sie noch gar nicht aktiv gehört habe. Weil die Konzerte immer geil werden. Ja, es gab eine Phase, da habe ich sie auch beim Pop-Punk Paradise richtig gehatet. Wir hatten ja sogar die Folge, wo wir dich aufgeklärt haben, dass der Drama oder was Drama bei RTL war und allem drum dran. Also es ist eine göttliche Folge und ich habe keine, weiß nicht, welche Nummer es war, aber hey, ihr findet schon raus. Ja, aber in der Phase hat es auch angefangen, dass ich die Band auch auf mehr aktiv gehört habe dann auch. Aber so die Konzerte waren immer geil. Entweder werde ich einfach älter oder das Publikum wird echt immer extrem. Ich kann mir vorstellen, jetzt bei dem einfach, dass es Ich glaube, das wird einfach ein mega fucking Rave mit Köpf einschlagen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall super gut funktionieren. Und ich würde mich freuen, wenn Eskimo Callboy mit der Bekanntschaft, die sie haben, gut in Madagaskar, wie gesagt, nicht. Da muss man halt sagen, würde ich mich freuen, wenn die halt auch neue Bands, die sie persönlich halt cool finden, halt auch versuchen, dadurch ein bisschen hochzuziehen, weil die sind im Moment das Unicorn, so ein bisschen, das wirklich richtig groß raussticht. Und ich finde, da kann man halt noch mehr machen und eine große Szene kann vielen helfen. Aber alle Fälle, ein Gamer nehmen. Oh, ich hab Bock, Alter. Das habe ich vermisst eben und jetzt ist es da. Endlich, Alter, gib mir auf die Fresse. Ich geb dir mal ein Beispiel, wo ich mir vielleicht das Lied vorstellen kann. Und das ist ein ganz großes Beispiel. Spring Break. Spring Break? Warum nicht? Auf dem Spring Break, Alter?
Ja, warum nicht? Alter, willst du, dass die Ladies überhaupt nicht mehr sitzen können, oder wie? Die sitzen, ja gut, in gewissen Situationen bestimmt schon, aber ja. Ja, danach halt die nächsten 4 Tage nicht mehr. Ja. Ich find's geil, dass die sich für nichts zu schade sind auf jeden Fall, und sowas braucht man auf jeden Fall. Spaß bei der Musik, Spaß bei dem, was man tut, und das find ich gut und feiere ich auch. Ja, ich find das Musikvideo definitiv cool. Hab, wie ich schon gesagt habe, feiere ich halt auch, dass die sich halt für nichts zu schade sind, aber das tun sie ja nicht nur bei dem Musikvideo, sondern das tun sie prinzipiell. Und ja, Kickflips. Die Frage ist, wie viel Kickflips würde ich geben? Es ist halt so tendenziell nicht krass die Musik, wo ich halt feiern würde. Aber ja, ich find's geil. Ich find's geil und würde, ich gehe Richtung 7,5, weil es halt nicht so meine Musik tendenziell ist. Und jetzt versuche ich einen Change zu machen. Ich weiß nicht, was los war. Mein PC hat auf einmal Faxen gemacht und ist kurz abgestürzt. Ah, okay, gut. Ich habe in der Zeit meine Kickflip-Bewertung mit 7,5 und auch argumentiert, und wie es auch geworden ist, keine Ahnung, aber gib mal deinen Senf dazu. Also, ich konnte ja das Ende leider nicht mitbekommen. Sieht man mich? Hi. Ja, sieht man. I'm so sorry. Das ist so ein bisschen tricky hier immer mit dem ganzen Internet und so. Wir wissen ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Ja. Sagt der CDU-Wähler. Halt die Schnauze. Obwohl, das ist die CSU, du Depp, du Bläder. Ja, also, hier macht da wegen wichtige Unterschiede. Ich bin positiv überrascht. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen, ich wurde positiv überrascht. Meine Damen, meine Herren, ich bin bei 9 Kickflips. Oh, das ist stark, wenn man bedenkt, dass du so ähnliche Bewertung schon mal heute hattest, aber gut. Also. Also ich bin angenehm überrascht, und ich weiß es. Ich will nicht auf 10 hochgehen, weil es gibt Songs, die feiere ich wesentlich mehr wie Baby oder Horror House, Is Anyone Up. Also wie gesagt, es gibt Songs, die feiere ich mehr, aber es ist geil, es hat mich abgeholt, es hat mich fasziniert, ich habe mich unterhalten gefühlt, es ist ein schönes Kunstwerk geworden. Und ich kann der Band, also ich bin gewillt, nicht den Bullet von Valentine Move zu machen, sondern auch aufs nächste Konzert zu gehen. Okay, also nach der Hyper-Hyper-Überflutung, die sie rausgehauen haben mit diversen Features, Versionen des Liedes, könnt ihr euch auch anhören, wenn ihr es wollt. Aber wir sind dann trotzdem, sag ich mal, positiver überrascht von We Got The Moves als erwartet. Und Hansi hat wieder für technische Probleme gesorgt. I'm so sorry, bro. I'm so sorry. I don't know why this PC is so shit. I don't know why. Maybe I open my window and... Yeah, fuck off, PC, and goodbye, brothers, goodbye, bye. Peace out. So.